Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play Video zur Assassin's Creed Orange. Ich bin's wieder, euer FlorentTV, heute am Start. Ja, heute werden wir mal ein bisschen weiter uns fortschreiten, nachdem wir ja im ersten Teil schon wieder so einen actiongeladenen Spielstand hatten. Würde ich sagen, gucken wir mal, wie wir uns jetzt ausrüsten. Und werden uns jetzt mal auf Stufe 2 aufrüsten und werden das jetzt mal Schritt für Schritt immer durchgehen. So, gehen wir mal in die Ausrüstung, mal gucken. Also, zur Auswahl haben wir hier nicht besonders sehr viel. Aber wir können ja unser Brustschutz, können wir ja mal ein bisschen verbessern. Dazu müssen wir auch Holz sammeln. Krokodilleder haben wir anscheinend vorher auch schon gemacht. Können uns auf jeden Fall hier richtig verbessern. So, Armschiene können wir verbessern, damit wir hier nicht so im Kampf alleine dastehen. Und die schönen Fähigkeiten. Was haben wir denn? Was können wir denn Schönes auswählen? Regeneration, passiver Gesundheitsmodus. Ja, das könnten wir auswählen, dass wir uns regenerieren. Genau, wir sind ja Stufe 2. Ist das bei? Das wird perfekt passen. So, dann schauen wir mal. Die Quest haben wir abgeschlossen. Dann könnten wir eigentlich auch schon wieder sozusagen jetzt auf die Jagd gehen und gucken. So, finde eine neue Quest. Wenn du eine neue Quest finden willst, dann suche nach dem Adler. Wird dir helfen, sie zu finden. Du kannst sie direkt auf der Weltkarte öffnen. Drücke M. So, das ist natürlich unsere Karte hier. Ich zoome jetzt mal raus, um zu gucken, wie groß das Gebiet überhaupt ist, allgemein jetzt bezogen. Alter, ist ja riesig. Hier die Karte ist ja wirklich Open World. Hier, muss ich ja mal sagen. Das ist ja wirklich, boah, Halleluja. Bis wir da irgendwo sind, da kann es wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern. Dann würde ich sagen, suchen wir uns auf jeden Fall eine neue Quest erstmal. Der Eisenschmied. Sozusagen. Dann würde ich sagen, machen wir das mit dem Eisenschmied jetzt erstmal. Ist das Bayek, der Magi? Ja, klar. Ich bin doch stadtbekannt hier. So, mal erstmal gucken, wo wir überhaupt hin müssen hier. Oh mein Gott. So, gehen wir erstmal zum Schmied. Was ist mit deiner Schmiede geschehen? Diese verdammten Soldaten. Ptolemäus Hauptmann sah, wie ich ein Schwert hergestellt habe und warf mir vor, ein Rebell zu sein. Er lag nicht falsch. Sie haben meine Werkzeuge beschlagnahmt. Oh. Ach, Bastarde. Ganz Siva braucht einen Schmied. Sogar ich. Ich kann dir nicht helfen, Bayek. Nicht bevor ich Hammer und Zange zurück habe. Ach, das lässt sich einfach. Ich muss mir diesen hässlichen Esel von Hauptmann vom Hals schaffen. Ist dieser Hauptmann irgendwo, wo ich ihn finden kann? Am Fuße der Berge westlich von hier. Im Chitche-Lager. Ich hole diese Werkzeuge zurück und kümmere mich um den Hauptmann. Alles klar. Die Werkzeuge sind im Chitche-Lager. So, finde dein Ziel. Zeig deinen ungefähren Aufenthaltsplan deines Ziels an. Erreiche dieses Gebiet mit Bayek oder Zeus. Und der Hauptmann, der dahinter steckt. So, finde dein Ziel. Die gelbe Linie zeigt die Richtung zu deinem Ziel an. Wenn sie zu einem Kreis wird, hilft sie dir, dein Ziel zu finden. Auch im Chitche-Lager. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Geduldsarbeit. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin, ne? So, und wie kommen wir da jetzt hin? Hol die Werkzeuge zurück. Warum machen wir uns das so... Ptolemäus. Er hat uns allen großes Leid gebracht. Was soll denn das? Zerstöre die Statue vom König... Ah ja, okay. Wenn es nicht herkommen soll... Ach, Mann. Komm her, ihr Wachen, kommt. Die Statue wurde zerstört. Aber nicht der Mann, dem sie gewidmet war. So. Dann kassieren wir doch schon mal das ein. Und dann würde ich sagen, gehen wir da jetzt mal hin zu dem Ziel. Mein alter Magi-Posten. Oh. Ich werde mit Senno da raufgehen.
Ja, wenn ich da mal die Möglichkeit habe. Gefährliches Pflaster geworden. So, wenn das natürlich jetzt ein bisschen lecken sollte, wundert euch nicht. Ich spiele zwar auf höchster Grafik, also jetzt nicht auf 4K, aber wie gesagt, ich gebe mein Bestes. Oh, wir sind hier im Sperrgebiet, das ist wohl nicht so toll. Halt! Bleib stehen! Affenseele. Ich bring dich um! Da! Oh, da, da ist ja wohl nichts mit umbringen, mein Freund. So, dann schleichen wir mal ein bisschen. Will hier nicht die Wachen aufscheuchen. Also ich muss jetzt hier nicht unbedingt wirklich hier so. Einmal. Muss ja hier nicht wirklich die ganze Apokalypse hier auf den Ärger auf mich ziehen. So, ah ja, okay. So, plündern. So, wo sind denn die Werkzeuge? So. Jetzt muss ich auch wieder zurück. Leise, wie ein Assassine. Assassinen sind leise, normalerweise. Sollten die das eigentlich sein? Das Problem ist einfach nur, ich muss zusehen, dass ich hier wegkomme. So, dass man nicht erkannt wird. Wir wollen ja hier keinen Ärger auf uns ziehen. Nicht, dass die Wachen... Hey, was? Danke für meinen Freund. Ja. Das ist alles. Benipir wird sich freuen, das zu hören. Ja, genau. Der Hauptmann ist tot. Kehre zurück. So. Was? So. Und dann kehren wir ganz schnell hier wieder zurück, damit wir die Quest abschließen können. Und zu schauen, ob es überhaupt was wird. Ich bin ja mal gespannt. Ja, wie gesagt. Bewegung! Los! Halt! Bleib stehen! Gib den Weg! Tja, ja, so sieht das aus hier. Im alten Ägypten gab es schon Rüpel und haben sie schon geknüppelt. So. Hier ist dein Werkzeug. Dieser Hauptmann taucht hier nicht mehr auf. Endlich kann ich meinen Laden wieder öffnen. Ich danke dir. Gern geschehen. Diese Waffen hier hatte ich vor den Soldaten versteckt. Bitte, such dir doch eine aus. Oh, das ist ja gut. Mach schon, nimm eine. Sie sind alle gleich viel wert. Hm, was nehmen wir denn? Nehmen wir den Bogen, ein Schild oder... Was haben wir denn da? Nicht sehr groß. Aber dieser Streitkolben zertrümmert wie kein zweiter Schädel. Nee, nein. Ist nicht so meins. Der Schild besteht aus Bronze und Leder. Schützt dich gut. Einige Waffen prallen sogar davon ab. Hm, brauche ich das? Nee. Was ist mit der Lanze hier? Dieser Speer ist scharf und lang. Du kannst Abstand halten und deine Feinde trotzdem verletzen. Hm, nee, der gefällt mir auch nicht. Ich bin da sehr wählerisch. Der Bogen gefällt mir. Dieser Bogen hat eine besondere Sehne. Du kannst schneller schießen, aber die Pfeile dringen nicht so tief ein. Hm, das ist natürlich alles nicht so toll. Ich würde sagen, entweder nehmen wir den Speer oder das Schild. Na, nehmen wir mal den Speer. Dieser Speer ist scharf und lang. Wir nehmen den Speer. Vielen Dank, mein Freund. Komm gern jederzeit wieder, Bayek. Oh ja. Ja, dann haben wir die Quest hier mal wieder abgeschlossen. So, dann schauen wir mal. Ja, hier ist unser Inventar. Natürlich müssen wir natürlich Holz noch sammeln und pipapo alles. Aber das kann man ja zwischendurch auch machen. Nahkampfwaffe. Ah, okay. Ah, da müssen wir Stufe 4 sein. Okay, die können wir noch nicht nutzen. So, Fähigkeiten. Können wir ja nochmal die nächste schwere Angriff aufladen. Luftattentat. Pariere. Oder wir machen... Tja. Meditieren machen wir.
meditieren. Ja, Leute, an der Stelle hoffe ich, es hat euch auch mal wieder super gut gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall ein Like und ein Abo dalasst. Und wenn ihr mögt, schreibt mal in die Kommentare, wie euch die Mission so gefallen hat. Ich werde in Zukunft jetzt immer ein oder zwei Missionen machen. So für das Let's Play hier so, ne? Und ja, wenn es euch gefallen hat, ja, schaut doch beim nächsten Mal vorbei. Und ich würde sagen, bis dahin, ciao, ciao, euer Florian TV.